Gaming ist schon längst keine Randerscheinung mehr. Millionen von Spielern spielen täglich Computerspiele. E-Sports-Events füllen Hallen und begeistern die Massen. In modernen Multiplayer-Computerspielen treffen sich hunderte Leute, spielen mit oder gegeneinander und kollaborieren. Dies machen sie über Kontinente hinweg in der bestmöglichen grafischen Qualität. Als BMW-Ingenieur und auch als Gamer haben mich gefragt, warum können unsere Engineering-Tools das nicht? Deshalb haben wir die Technologien aus dem Gaming-Bereich adaptiert und sie auf unsere Engineering-Prozesse angewandt. Wir sparen uns dadurch eine Menge Zeit. Wir sind sehr viel flexibler und schneller in der Entwicklung. Wir sparen uns aber eben natürlich auch die Prototypen-Hardware. Es können mehrere Leute gleichzeitig an einem Thema arbeiten und an einem Fahrzeug sich treffen, das beurteilen und die nächsten Schritte entscheiden, auch wenn diese Teams über den Globus verteilt sind. When BMW first reached out to us about using Unreal Engine, we were surprised that they would want to, but we were really excited by the opportunity for an automotive company to use game engine technology. They use something that's completely innovative and outside the industry in Unreal Engine, a video game technology. And they bring it in to the intersection of design and engineering. And that's really, really a special mix that they put together. The game developer mindset and the mindset of the engineers at BMW are very similar, and we both approach solving problems in the same way. And I think that collaborative base really was what drove the success of the projects at BMW. Gerade in neuen Fahrzeugprojekten haben wir viele vernetzte Funktionen. Und da ist es eben wichtig, ein gesamthaftes Erlebnis zu erschaffen und nicht einfach nur auf statische Geometrie zu schauen. Der Ingenieur oder der Designer kann schon in einem sehr frühen Stadium in der Fahrzeugentwicklung das Fahrzeug so erleben, wie es am Ende der Kunde erleben wird. Also beim eNext haben wir Nutzererlebnisse abbilden wollen, die eine Kombination aus verschiedensten Fahrzeugfunktionen sind, zum Beispiel Lichtsound im Zusammenspiel mit Klimaeinstellungen oder Sitzeinstellungen. Diese Funktionen konnten wir nur mit der Game Engine darstellen, virtuell. Nun komme ich selber auch nicht aus dem Spielebereich, aber das hat schon sehr viele Vorteile geboten, das haben wir damals eben erkannt. Wir hatten ein Team von einer Handvoll jungen Wilden, die auch privat sehr viel Computerspiele spielen und die konnten uns dann relativ schnell davon überzeugen, was es für Mehrwerte hat. Und jetzt ist es halt möglich, dass wir komplette Abläufe im Sinne einer User Journey oder eines Kundenerlebnisses damit abbilden können. Game Engine Technologie wird natürlich nicht nur bei uns hier in der Entwicklung eingesetzt. In der Produktion zum Beispiel gibt es ein Tool, das auf Game Engines basiert für die Fabrikplanung. Und im Vertrieb bei unseren Händlern wird die Unreal Engine genutzt, um die Fahrzeuge für den Kunden zu visualisieren. The way BMW uses game engines sets them apart as a leader amongst car manufacturers for this type of innovation. Wir sehen, dass wir Game Engine Technologien eben nicht nur in der Entwicklung nutzen können, sondern als Engineering-Plattform für das gesamte Unternehmen.